Ja, also wir haben Gott sei Dank wieder einen Stand, der vor 2019 nahe kommt. Also wir haben 2500 Azubi-Verträge im Moment laufend. Es ist ja auch immer wieder ein Anmelden, Abmelden. Mhm. Viele Azubis fangen an. Sagen dann, das ist doch nicht mein Ding. Viele fangen auch wieder später an. Also das kann man, wir haben 2500, wünschen uns natürlich mehr und auch bessere. Und wir sind da auf einem guten Weg. Ist ja auch, ich meine, du hast gesagt, es ist ein toller Beruf, es ist ein attraktiver Beruf. Man kann auch möglicherweise gut die Welt kennenlernen, wenn man zum Beispiel bei irgendeiner großen Hotelgruppe landet, ne, und dann mal woanders ist oder so. Aber es ist auch ein anstrengender Beruf, wenn man zum Beispiel früh um 6 den Frühstücksservice machen muss. Ne? Ja. Oder eben Weihnachten arbeiten muss oder an anderen Feiertagen oder 24 Stunden arbeiten, also 24 Stunden nicht, aber auch nach 24 Uhr noch arbeiten muss. Ja, aber wenn das alles für jeden Beruf gelten sollte, also dann hätten wir keine Sicherheit, Stichwort Polizei, Feuerwehr, keine Gesundheitswesen, Krankenschwestern, Ärzte, Busfahrer, Taxifahrer. Ich könnte wahrscheinlich, wenn ich mich anstrenge, noch viel mehr Berufe aufzählen. Dann müsste ja Deutschland am Wochenende zumachen. Dem ist Gott sei Dank nicht so. Nicht so. Aber selbstverständlich muss man in unserem Beruf Lust haben, im Grunde genommen an der Dienstleistung. Das ist so. Also man muss so ein bisschen so eine Service-Seele haben. Ganz genau. Man muss Spaß haben, mit Menschen umzugehen, lernt dann aber auch ganz tolle Menschen kennen. Aber wenn man das nicht kann, wenn man lieber im Büro sitzt und um 18 Uhr Fernsehen guckt, dann ist das der falsche Weg in unserer Branche. Aber Gott sei Dank, wir merken es ja, es kommen immer mehr zurück. Und ich glaube, dass wir wirklich auf einem guten Weg sind.